So, Freunde, die erste Challenge haben wir ja überstanden und wir gehen wieder zurück. Hier sehen wir es jetzt auch, Pitch Black ist durchgestrichen, das heißt, die Challenge haben wir gemacht. Jetzt machen wir mal einen normalen Run, erstmal auf normal. Freigeschaltet haben wir jetzt noch keinen, schade eigentlich, aber wir starten mit Isaac. So, jetzt sehen wir es nämlich auch. Oben links haben wir die drei Herzcontainer. Wenn wir Schaden nehmen, verlieren wir immer eigentlich erst ein halbes Herz. Und es ist auch deutlich heller. Das kommt jetzt nicht vom Video, sondern einfach von der Challenge von gerade. Not 2. Keine Ahnung, was mir das bringt. Keine Ahnung. Aber ich hab's, ne? Es ist... Oh. Ich, furze. Ich mach... Iba. Oha, Alter. Mach das doch nicht einfach so. Was stimmt mit dir nicht? Also ich kann die... Fürze nicht steuern. Macht er einfach so, aber ey, es bringt irgendwas, ne? Ace of Spades, okay. Steine haben wir hier nicht. Übrigens, die Bomben kann ich nicht holen. Das sind einfach nur Bomben, die explodieren, wenn da irgendwie in der Nähe was explodiert. Und boom, Alter, weg mit dir. Und ab zum Boss. Larry Jr. So, was habe ich gemacht? Ah, ich habe die Karte eingesetzt. Also nochmal, Larry Jr. Und ja. Das war doch, das war nice, Freunde. Das ist nice. Hoppala. So. Wir kriegen HP ab und... Luck up, ein Herzcontainer und wir haben jetzt so ein kleines Scheißhäufchen unten links. Das ist einfach nur, haben wir halt mehr Glück in Scheiße. Ne? Macht das nicht im Real Life irgendwie Scheiße kaputt machen, um zu gucken, ob da was drin ist. Macht keinen Sinn. Ne? Oh, Schaden von der eigenen Bombe genommen. Ja, klappt doch, Mensch. Haglas, also ich nenne es Haglas. Es macht alle Steine in dem Raum kaputt. Kann ich ja mal ausprobieren. Also irgendwie geht mir das mit den Bomben auf den Sack. Es kann hilfreich sein, aber irgendwie nervt das auch. Es nervt extrem. Och, hey je. Also, Mann, hat er irgendwie Flitzepup oder so? Weil so häufig ist doch nicht normal. Boah. Mann, geh weg von mir. Erstmal hier reingehen und... Nein, bin ich ein Trottel. Freunde, wir sind tot. Wir sind einfach mal gestorben. Okay, aber das ist halt so ein normaler Run. Jetzt zeige ich euch noch den Greed Mode. Mann, was ist das denn nur? Also, Greed Mode haben wir solche großen Räume. Wir kriegen HP ab, das ist gut. Wir kommen hier auch nicht sehr viel weiter.
Es ist quasi ein eine Challenge, würde ich mal sagen, mit vielen Gegnern. Quasi, ich gehe jetzt hier drauf, da läuft jetzt der Timer. Und wenn der Timer abläuft, kommen halt schon direkt die nächsten Gegner. Egal, ob die anderen Gegner noch da sind. Also es ist schon spannender. Eigentlich auch geiler. Ich bin auch eher so der Greed Mode Fan. Im Greed Mode habe ich bis jetzt schon mehr freigeschaltet wie in so einem normalen Run. Eigentlich mega entspannt. Hier haben wir noch ein paar Männchen. Oh. Oh, das war. Oh oh. Mein Gott. Also man merkt schon, hier ist einiges los. Boah, was stimmt denn hier nicht? Oh oh. Oh oh, ich brauche vielleicht unbedingt mal ein bisschen Leben. So, das sind die letzten Gegner, die hier sind. Danach können wir in den Shop wieder gehen, uns einen Schlüssel kaufen, damit wir in den goldenen Raum kommen, quasi in den Itemraum. Oh, wenn ich das hier überhaupt überlebe. Wer weiß. So. Wir haben 19 Münzen, wir können uns jetzt das hier holen und das Herz. Das Herz ist schon wichtig. Was kriegen wir? Alles billiger. Entschuldigung. Es ist alles billiger, das heißt, wir holen uns das hier. Invested. Und das hier. Und rein in den nächsten. Das heißt, wir haben jetzt hier noch so eine kleine Helferspinne. Und unser Leben ist wieder voll. Und das andere ist quasi diese Roboterspinne, was man da sieht. Zeigt halt das Leben von den anderen an. Von den Gegnern quasi. Unter den Gegnern ist ja diese kleine Lebensanzeige. Das kommt halt jetzt durch diese Roboterspinne. Und jetzt haben wir hier unseren Greed Mode. Wie heißt der nochmal? Auf jeden Fall den wir im ersten Run aufmachen. Oha. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Das gefällt mir gerade gar nicht. Freunde, ich will hier raus. Geh weg, geh fort. Oh Mann. Das gefällt mir gerade echt überhaupt nicht, ne? Aber es ist halt das Geile an diesem Greed Mode. So, jetzt du. Jetzt wirst du fertig gemacht, Alter. Komm her. Komm her, du Pansen. Ja, du bist auch gleich fertig. Ah, Mann. Ja, Junge. Geht doch. Weg mit dir. Geh fort. Herzchen. Noch ein Herzchen. Und noch ein Herzchen. Wir brauchen Herzen unbedingt. Mann, was ist denn jetzt? Ich habe voll den trockenen Hals gerade, ne? Finde ich gerade echt nicht fair. Och. Yeah, yeah. Komm mal erstmal den hier. Mal erstmal Monstro. Oder dann halt doch erst Larry Jr.
Stark müssen, also wir müssen unbedingt stärker werden. Das ist doch kein Zustand hier. Gucken, was wir gleich im Devil-Raum bekommen. Denn die gibt's hier auch. Und hier halt der Endboss in diesem Greed-Mode ist halt Greed. Ja, der hat's halt in sich, ne? Oh, jawohl. Oh, das läuft. Das gefällt mir, Freunde. Erste Guppy-Item. Dann auch noch eigentlich ein recht gutes. Wir haben 5 Münzen. Ich hol uns schon mal einen Schlüssel für die nächste Ebene. Hoppala. So, und dann geht's hier rein. So. Und ab in die nächste Ebene. Die nächste Ebene läuft genauso wie diese. Ja, eigentlich braucht man hier nicht viel zu sagen. Oh, wir kriegen einen Damage-Schutz. Und hier haben wir noch Damage. Ich hoffe, das bringt was. Wir werden es sehen. Holen wir uns die Münze. Ja, komm, wir holen uns mal die Münze. Läuft. So. Ja, holen wir uns das hier. Wir holen uns das. Sollte es nämlich hier irgendwo goldene Kisten geben, können wir die nämlich quasi umsonst aufmachen, ohne Schlüsselverschwendung. Ist halt schon mega nice. Oh, die sagt, die machen wir als erstes kaputt. Denn wenn der Kokon nämlich soweit offen oder fertig ist, kommen dann nämlich auch kleine Spinnen raus. Habe ich wenig Bock drauf. Deswegen mache ich das mal so. So, du musst auch weg. Ja, geht doch. Weg. Weg. Oh. Also wir haben gerade schon mal Damage bekommen, aber es muss schon mehr Damage kommen, damit ich hier irgendwie halbwegs weit komme. Hoppala. Mann, jetzt habe ich ja noch diese komischen explosiven Spinnen. Oh, Kacke, Alter, Kacke. Mann, geht doch einfach mal alle weg und lasst mich in Ruhe. Lasst mich nicht sterben, lasst mich nicht sterben. Ich will doch hier weit kommen und gewinnen. Boah, Leute. Mein Gott. War das eine schwere Geburt. So, wir holen uns das hier. Denn wir schießen schneller. The World brauchen wir nicht. Wir holen uns das hier, ein extra Life. Ja, dann weiter. Also Afterbirth habe ich jetzt auch eigentlich erst seit kurzem für die PS4. Hat sich meine Freundin mal geholt vor kurzem und ich war mega geflasht von dem Spiel. Da habe ich gedacht, Leute, das ist auch was für euch. Deswegen mache ich davon einfach mal ein Video, gucken, wie es bei euch ankommt. Ich lasse mich da ja immer selber überraschen. Und ich hoffe, ich kann euch generell ein bisschen auf meinem Kanal hier unterhalten. Ihr habt ein bisschen Fun mit mir.
Das ist die Hauptsache, ne? Ich mach's auch nicht irgendwie wegen Ruhm oder so ein Scheiß. Ich mach's halt einfach, weil ich persönlich mega Bock zu zocken habe. Zocken für mich irgendwie auf Dauer langweilig wird. Deswegen lasse ich euch dabei teilhaben. Was ist das hier? You unlocked Lazarus. Ah, Lazarus habe ich freigeschaltet. Also den ersten, also den nächsten Charakter haben wir. Können wir jetzt hier noch eine Ebene machen? Ja. Ah, das ist hier nicht Larry Junior, sondern Larry Senior, oder wie nennt man den? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den hier nennen würdet. Och, Mann. Geh fort. Ja. Der erste ist schon mal ein bisschen kleiner. Da ist er, der Kleine. Ah, und weg ist er. Also ich mach's... YouTube macht mir Spaß, sicher. Aber mehr Spaß wird's mir machen, wenn ich euch damit echt unterhalten kann, mit dem, was ich mache. Ne? Also, lasst mich einfach wissen, mit dem Daumen nach oben, mit einem netten Kommentar, kann auch gerne negatives Feedback sein. Feedback nehme ich gerne an. Ich bin jetzt auch nicht so einer, wo dann steht so in den Kommentaren so, ey, das ist scheiße. Du kannst nichts. Mein Gott. Das ist halt deren Meinung. Die muss ich akzeptieren. Wenn ich es nicht akzeptieren kann, kann ich mit YouTube komplett aufhören. Aber da ich ja sowas akzeptieren kann, mach ich mir da gar keinen großen Kopf bei. Ne? Kinders? Oh, das, Alter, das holen wir uns. Das holen wir uns. Das ist nice. Macht zwar, glaube ich, jetzt noch nicht so richtig Sinn. Oh. Ja, weg, Alter, weg. Oh, und da kommt auch schon... Oh, nee, Alter. Geh weg von mir. Mann, ich will das hier nicht mehr. Oh, Alter, hab ich Glück gehabt, ey. Hab ich mich erschrocken. Ich will solche Gegner nicht mehr haben. Ich will einfach nur Gegner haben, die gechillt irgendwo rumhängen. Mich nicht nerven. Boah, Junge, da sind hier meine Vaginas wieder. Ja, das sind blutige... Wie sagt man das am besten, ey? Das sind blutige... Ja, also... Es sind halt Vaginas. Ne? Blutige Vaginas. Oh, Alter. Das war gerade hier ein bisschen zu viel für mich. Ah, ich habe ja noch die World-Karte. Was mir aber leider nichts bringt. Mann. Oder bringt das was hier? In so einem Greed-Mode? Weil eigentlich hast du ja... keine komplette Karte, sondern hast ja nur diesen Bereich, wo du hier abhängst und deine Fantasien tot machst. Boah, das war jetzt ein Auftrag. So, wir haben eine Spritze. Knallen uns die Spritze, Freunde. Wir kommen, wir knallen uns die Spritze. Oh, wollte ich. Ja, egal. HP ab geht auch. Nehme ich gerne mit. Schlüssel holen wir uns schon mal. Und rein geht's. Was ist das? Mams Perücke. Was ist das? HP ab, Alter, ich brauche kein HP ab. Ich brauche Damage. Oh, nee, lass mich in Ruhe. Ich will dich nicht. Ich will dich nicht in meinem Umfeld haben.
Ach je, das wird hier doch nichts, Mann. Ich bin doch viel zu schwach. Und viel zu langsam. Aber ich glaube, das Langsame liegt eher in meinem Controller. Also wenn ich jetzt wegen meinem Controller sterbe, ne? Dann weiß ich auch nicht. Da habe ich Glück gehabt. Da habe ich richtig Glück gehabt. Boah, Alter. Komische Maske nervt. Mann. So, wo muss ich die treffen? Hinten, ne? Ah, komm. Zeig mir dein Maskenhinterteil. Nennt man das so? Weiß ich nicht. Ich denke mal schon. Boah, Alter. Die Maske zieht mich ja schon alleine in den Tod. Da brauche ich keine anderen Gegner oder Feinde. Boah. Ich kick die aber auch nicht tot, ne? Ich kick die nicht hinten getroffen. Meine Tränen sind einfach zu langsam, Mann. Ich will... Ah, jetzt. Fach. Geht doch. Mein Gott. Was ist das denn hier? Okay. Damage, Freunde. Das ist Damage. Das komische Ding hier. Ich brauche noch eine Münze. Krieg ich noch eine Münze? Münze wird schwierig. Oh, vielleicht hätte ich mir noch ein Herzchen holen sollen. Wer glaube ich sind? Oh, ich will doch noch nicht sterben, Mensch. Boah, er läuft eigentlich gar nicht mal so schlecht. Vor allem die Töne bei den Gegnern immer, ne? Ja, den kann ich übrigens auch nur hinten treffen. Jetzt geht er nämlich so diagonal durch den Raum. Was natürlich für mich deutlich einfacher ist. Und komm, stirb. Jawoll. Ja, wir kriegen hier. Was Nettes. Holen wir uns das hier. Holen wir uns das hier. You unlocked Assassin. Und holen wir uns den hier. Erstmal alles holen, was wir holen können. Aber ich möchte gerne das hier haben. Das möchte ich gerne haben. Aber wird nichts mehr. Das wird nichts ohne das. Das wird nicht klappen. So, aber wir kommen trotzdem in die nächste Ebene. Und... Oh, dramatische Musik. Ich denke mal, wir sind jetzt hier in der Gebärmutter unserer Mutter. Ne? In der Gebärmutter unserer Mutter. Da, wo wir schon alle mal drin waren, wo es schön warm war. So, hier können wir rein. Full Health und nehmen wir das hier mal. So, und die Pille nehmen wir noch mit. Denn das ist nämlich eine Pille für schlechte Zeiten. Boom, 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 Junge. Ich zeigte, wo der Hammer hängt hier. Oh, oh. Nein, nicht so. Oh, warum bewegen die sich denn jetzt? Boah. Aber ich bin stark, Freunde. Ich bin stark und gleich tot.
Aber mal so. Wow. Full Health will er erstmal nehmen. Für einen akuten Notfall. Wie ich das ja gerade schon mal gesagt habe. Aber wir sind stark. Wir sind echt stark. Kann ich mich echt nicht beschweren. Oh Mann. Oh, gleich erstmal eine Runde FIFA zum Abreagieren. Obwohl, nee, FIFA macht glaube ich auch keinen Sinn. Ich habe Champions League Spiel an der Backe. da ist eine rote Spur. Ich darf nicht in die rote Spur laufen. Oh, Junge, was war das? Wir holen uns das hier, was ist das denn? Das ist ein Dickdarm, ne? Ja, was, weiß ich nicht, ob das Sinn macht. Das macht Sinn. Das macht Sinn. Memories. Und für mehr reicht das Geld auch schon nicht mehr aus. Das ist traurig. Ein Schlüssel. Ich brauche noch einen Schlüssel. Für den goldenen Raum hier. Was ist das hier? Das kenne ich auch. Das, Freunde, das kenne ich. Oh nein, Alter. Ah, Kacke, Alter. Das ist unser Untergang hier. Das ist unser Untergang. Oder? Ja, sieht eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Oh, ne, nicht schon wieder der. Den will ich nicht haben. Geh fort. Ich will einfache Gegner haben. Und nicht sowas wie dich. Obwohl, der geht aber eigentlich. Gerade war der deutlich schwerer. Okay, wir haben aber auch keinen Schaden gemacht, ne? Gerade. Kann man ja jetzt so nicht mehr sagen. Ja, los, komm. Gönnen wir uns mal richtig, ne? Und nächste Ebene. Alter, ich habe das Herz jetzt. Das ist eigentlich der Endboss im... Oha. Das ist eigentlich der Endboss im... in so einem normalen Run. Aber doch nicht in so einem hier. Vor allem nicht so... Mann. So, erstmal Herzchen wieder voll machen. Und jetzt, Junge, rein in den Krieg, Alter. Rein in den Krieg. Das machst du nicht mit mir, Alter. Du bringst deinen Sohn nicht um. Lieber bringt der Sohn die Mutter um, was genauso krank ist, ne? Oder wie seht ihr das? Komm, Junge, stirb, Alter. Stirb, 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 stirb. Nicht ich, du. Oh, oh, oh. Jawoll, Alter. Fick die Welt, Mann. Oh. Okay. Der Raum hat keinen Sinn gemacht. Mann. Aber Münzchen. Ein Herzchen. So. Ja, dann gehen wir nochmal in die nächste Ebene, ne? Ja, mal gucken, was uns da erwarten wird. Ah, ich hätte vielleicht vorher einen Schlüssel holen sollen. HP ab schon wieder. Macht das Sinn, Freunde? Macht HP ab Sinn? So viel? Ja. Kann mir noch nicht mal was leisten. Ich kann aber auch nie sparen. Ach, da ist der. Alter. Ist das gut, wenn man die Gegner kaum sieht? Dann ist das ja eigentlich ein Zeichen, so ein Schuss reicht und die sind tot. Boom, Alter. Immer mal drauf auf euch. Oh.
Die machen auch Peng. Oh, nicht sterben, Junge. Sterben einstellen. Ich kann doch hier nicht in meinem ersten Greed Mode Run sofort sterben. Oh. Ernste Gegner. Aber, boah, geschafft. Wir haben Geld für einen Schlüssel. Klingt erstmal mega nice. So, ich glaube, das hier ist auch Damage, ne? Ah, ne, es ist. Warum hab. Ja, okay, aber ich habe viele Sachen jetzt gerade freigeschaltet. Aber ich wollte das eigentlich so gar nicht. Ich wollte doch eigentlich nur. Oh Mann. Oh oh. Oh, weg. Und hier wieder rein. Und gib ihm. Wahaha, Junge. So macht man das. Alter, ich verliere gerade voll die Übersicht, ne? Ich sehe irgendwie keine Gegner mehr. Ich sehe nur noch meine Männer hier. Oh ne, und nicht schon wieder das große Ding. Das möchte ich nicht haben. Obwohl, wir sind stärker jetzt, ne? Gucken, ob das uns das bringt. Und? Komm, Junge. Jawohl! Wir haben es geschafft. Ich hole mir mal hier diese komische Puppe. Range up. Und Herzchen bekommen wir. Warte, wir bekommen Herzchen. Und gleich in den nächsten. Oh. Das war. Was? Oh, Alter, ich will die Gegner hier nicht mehr haben. Ich will die Gegner nicht haben. Da ist er. Boom, Junge. Und, oh, bitte lass hier was Sinnvolles drin sein. Geil, Alter, richtig geil. Holen wir uns das. Das ist Damage. Das ist, wir können fliegen. Das hier ist, keine Ahnung, als Special Tears. Also Special Tränen. Kann man sich auch gönnen, ne? Man kann sich eigentlich alles gönnen hier. Und rein in die nächste Ebene. Alter, guck mal, wie krass wir sind. Boah. Das macht richtig Spaß gerade. Wir sind in der vorletzten Ebene. Ich hoffe, ich verkacke jetzt nicht und ich kann euch wenigstens noch Greed zeigen. Ich mache hier erstmal die Feuer aus. Nicht, dass ich hier wegen so einem beschissenen Feuer später noch sterbe. Habe ich echt keinen Bock drauf. Wir brauchen Geld. Obwohl, wir können. Ne, wir brauchen erstmal Geld. Das heißt, um Geld zu bekommen, machen wir mal eben so ein kleines Kämpfchen. Sind ja eigentlich recht stark. Oh Mann, Alter. Oh, du musst auch noch weg. Boom. Weg. Oh, jetzt kommt Hand, Fuß oder irgendwas. Oh. Oh, was hat sich hier geöffnet? Es hat sich doch gerade irgendwas geöffnet hier, oder? Ach da. Ja, los, stirb, Junge. Du auch, du komischer Kopf. Gut. Ah, Mann. Ach da. Ja, die sind ja auch ratzfatz weg hier. Ja, das läuft doch hier. Also ich muss sagen, jetzt macht der Run gerade richtig Bock. Ich bin leicht überfordert. Ich hoffe, das sieht man nicht allzu doll. Aber jetzt macht es gerade richtig Fun. Ich bin gerade auch voll drin. Ähm,
Na, boom, Junge. So, hier ist was offen. Oh. Haha, wir brauchen Schlüssel, Freunde. Holen wir uns doch mal eben zwei Schlüssel. Und marschieren wir hier nochmal eben rein. Hier haben wir einen Stein. Ah, oh, wir müssen. Oh, nee, doch so. So ist sogar noch besser. Ins Bett können wir nicht. Was haben wir denn hier noch so Schönes? Holen wir uns die Karte. Okay, und was ist das hier? Oh, warte mal. Da. Viel zu viele Karten jetzt geholt. Tour of Hearts. Nehmen wir die mal mit. Und dann. Junge. Ich gehe kaputt. Das heißt, wir haben jetzt eins. Erste Guppy-Item. Ja. Aber ich nehme das hier mit. Das ist besser. Boom. Ach, Super Monstro. Zweimal sogar jetzt schon. Für die ganz langweiligen Zock-Momente. Boom, 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 boom. Weg mit euch, Alter. Ja, stirbst du? So, der erste ist schon mal Matsche. Und im zweiten kümmere ich mich jetzt. Alter, was geht denn hier ab gerade? Ich sehe noch irgendwie Zahlen. So, Matsche. Du bist auch weg. Was brauchen wir denn? Nehmen wir das hier noch? Was ist das? Two of Cups. Jo. Machen wir diese nice Ebene auch noch. Oha. Alter, wie viel sind von denen denn da? Gefällt mir das gar nicht. Bin das mal meine Karte. Sind wir nämlich auch noch ein bisschen stärker. Und auch tot. Ja. Und was gibt's hier? Boom, Alter. Ich geh kaputt. Guppies Hairball. Freunde, ich glaube, wir sind jetzt Guppy. Oder? Nutzen wir das hier mal. Haben wir da. Oh, ob. Ah, scheiße, ob das schlau war. Ich weiß es nicht. Aber wir nehmen wir die Karte mit. Oder nehmen wir die Karte. Wir können beide mitnehmen, Freunde. Was ist das hier Schönes? Lädt sich das jetzt auf? Weiß ich nicht, wir werden es herausfinden und wir sind in der Greed-Ebene mit drei blauen Herzen. Sehr schlau ist es nicht, aber ihr könnt jetzt mal sehen, was passiert. Bruno, wie ich hier alles wegschnetzel. Boom, so. Und let's go. Ultra Greed. Und komm. Da ist er. Das ist unser Endboss. Oh nein. Ah, sehr viel Schaden mache ich aber auch nicht, ne? Ist mir mal so aufgefallen. Oh, mein Item ist auch wieder voll. Ah, okay, das lädt sich quasi so ein bisschen immer auf. Oh, scheiße, Alter. Ganz viele Bomben. Oh, die Schlüssel alle kaputt machen. Denn sonst kommen gleich noch mehr Gegner rein. Und es kommen auch Gegner rein. Nee, Alter. Nein, weg mit euch. Ich will euch nicht haben. Oh Mann, warum denn? Warum muss das denn ausgerechnet? Oh, scheiße.
könnt ihr nicht einfach später kommen, so bei anderen... Alter. Aber bis jetzt läuft es eigentlich doch gar nicht mal so schlecht. Ich mache ein bisschen Damage. Hab auch erst die Hälfte meiner meiner Herzen verloren. Ist mir mal gerade so aufgefallen. Ah, aber es läuft. Freunde, es läuft. So. Oh, er mit seinen Schlüsseln immer. Echt. Der nervt. Bum, 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 bum. Boah, da ist das ein Gematsche hier. Echt. Oh. Wahaha, Junge. Ich hab ihn gleich, Freunde. Alter, ich hab ihn gleich. Hoffe ich. Nein, keine Türen mehr öffnen hier. Boom, Alter. Komm. Ich schnetzel euch alle weg, Alter. Oh nein, halbes Herz nur noch. Was mache ich? Freunde, wenn ich jetzt sterbe, dann bin ich traurig, Alter. Dann bin ich mega traurig. Und wir haben ihn, Alter. Wir haben ihn. Haben wir ihn? Ja, Mann. Freunde, ich bin... Jawohl, Alter. Und rein in die Kiste. Jawohl. Also, erste Folge von The Binding of Isaac Afterbirth. Und wir haben es gleich geschafft. Wir haben die erste Challenge geschafft. Okay, bei dem Run, ja, war ärgerlich. Aber wir haben Ultra Greed geschafft. Und das beim ersten Versuch. Übermorgen geht's weiter bei Isaac. Morgen kommt ja wieder Farmers Dynasty. Ja, dann würde ich sagen, also ich kann es jetzt einmal kurz zeigen. So, da haben wir nämlich jetzt bei Isaac dieses kleine C in Rot auf der linken Seite. Freunde, das gefällt mir. Das macht mich gerade richtig glücklich. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte, bitte, bitte ein Like da. Schreibt mir eure Lieblingsmomente in die Kommentare. Schreibt mir in die Kommentare, was euch am meisten gefallen hat, was euch ein bisschen gestört hat. Und ich werde versuchen, es so gut wie möglich umzusetzen. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dann wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.